Ja, moin moin und herzlich willkommen bei Nerdist and New Sexy. Ja, heute gibt es für mich in erster Linie ein besonderes Unboxing, und zwar habe ich mir bei Zavi die Z-Box oder Z-Box abonniert. Erstmal testweise für 3 Monate, und wie man auf dem Karton schon erkennen kann, sind das alles Mystery-Boxen. Und für die, die es jetzt nicht kennen, jede Box hat ein eigenes Thema, und ich habe so ein Angebot mehr oder weniger quasi in Anspruch genommen. Und zwar, wenn man, ist jetzt circa 14 Tage her, wenn man sich die Z-Box abonniert, dann, egal ob 3, 6 oder 12 Monate, bekommt man die Power-Up-Box gratis mit dazu. Die ist jetzt auch schon etwas länger draußen, und ist jetzt schon etwas länger draußen, und da hat man auch schon gesehen, was in der Box mit drin ist, und das T-Shirt, was dabei ist, fand ich ziemlich geil, und das hätte ich gerne gehabt, und daraufhin habe ich mir halt eben die Z-Box abonniert für, wie gesagt, erstmal 3 Monate. Und ja, ich habe die schon mal aufgemacht gehabt, um reinzugucken, welche da jetzt angekommen ist. Und zwar ist das die Box für den Monat Februar, und die steht unter dem Thema Warriors. Wollen wir doch mal gucken, was da alles drin ist. Und ja, gleich oben auf liegt ein T-Shirt. Finde ich auch sehr schön. Man gibt halt eben seine Größe an, und das Ganze wird dann gespeichert, ohne dass man das Ganze dann hinterher nochmal 1000 Mal wieder eingeben muss. Finde ich sehr geil. Qualitativ, sag ich jetzt mal, T-Shirt hätte eine Grammstärke besser sein können. Allerdings vom Motiv her passend zu Black Panther, The Royal Panthers. Unten drunter Hail to the King. Und das Panther-Logo angelehnt an den Pantherkopf, der aus diesem Felsen ragt, mit der Halskette dabei. Im Hintergrund tippe ich mal Skyline von Wakanda. Oben sieht man die beiden Helikopter, die auch auf dem Kinoplakat mit drauf sind. Und das Ganze auch in diesem Pink, und na, das Silber hat so einen leichten Glitzereffekt, sehe ich gerade. Aber macht gar nichts. Ich finde das Motiv extrem geil. Das Shirt scheint, wie gesagt, qualitativ auch sehr gut zu sein. Und ja, ist jetzt kein offizielles Marvel-Produkt. Deswegen hat man das Ganze wohl auch ein bisschen nur an Black Panther halt eben angelehnt, das Ganze. Und ja, wie gesagt, das finde ich schon mal sehr geil. Dann haben wir hier Marvel Avengers, ein Black Panther Glas. Motiv von den Seiten her fast immer dasselbe. Obendrauf nochmal einzelne Avengers Logos drauf. Captain America, Hulk, Thor, Iron Man. Und ja, was? Gucken wir mal rein. Das Glas ist schon extrem schwarz. Ich weiß jetzt nicht, wie gut man das hier sehen kann. Das Glas ist überwiegend matt gehalten. Und das Panther-Logo in glänzend. Das Ganze auf beiden Seiten, und von unten kann man dann halt eben ja, Marvel Comics und
das finde ich auch schon sehr cool. Es ist nur schade, dass man das hier nicht so wirklich gut sehen kann. Ja, so ist es vielleicht ein bisschen besser. Macht jedenfalls was her. Finde ich sehr schön. Ist definitiv dann vielleicht auch mal wieder was, was man echt benutzen kann. Gefällt mir sehr gut. Kann man nicht anders sagen. So. Dann haben wir aus der Reihe Cult Vinyls Conor McLeod, den Highlander. Steht oben auch drauf. Highlander Cult Vinyl Pop Culture Collectibles. Gibt es aus dieser Serie soll es so 4 geben. Die sind dann hinten wieder abgedruckt. Wir haben hier einmal Dread Hellboy als 4. Conor McLeod und Nummer 3 ist Captain Scarlet. Kann ich jetzt gerade zu meiner Schande nicht einordnen. Auf den Seiten nochmal Highlander und das Studio-Kanal-Logo drauf. Und ja, packen wir den auch mal aus. So, Karton mal beiseite. Gut, hier kann man jetzt zu sagen, der ist nicht, doch sie, haha. Die Arme lassen sich, kann man hier sehen, minimal bewegen. Auf der anderen Seite auch. Ja, so hat er zumindest die Möglichkeit, das Schwert auch nach vorne zu stellen. Das Schwert kann man sogar rausnehmen, sehr lustig, und kann da auch die Handseite wechseln, wenn man denn möchte. Ansonsten, abgesehen von den Armen, bewegungstechnisch nichts dabei, und von der Optik her, von der Gestaltung her, finde ich den schon, ich finde den ganz niedlich, ja. Nett gemacht, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt meins, aber im Großen und Ganzen schönes Teil. Packen den einmal wieder zurück. Dann haben wir noch von Street Fighter eine Limited Edition Sammlermünze. Hinten drauf Limited Edition Coin, limitiert auf 5000 Stück weltweit, individuelle nummeriert. Beidseitig geprägt, Silber Edition, halt eben auch von Capcom. Und es gibt bei dieser Geschichte, das ist hier wieder so eine quasi Blisterpackung, allerdings denke ich mal, die kann man die auf und zu machen, auf und wieder zumachen, besser gesagt. Ja. Auf und wieder zumachen. Das wiederum ist wirklich extrem geil. Das Ganze kommt in einer Kunststoff, so einer Plastikverpackung, wo Sammlermünzen eigentlich drin sind. Soll, ich weiß es jetzt nicht, ob das wirklich Silber sein soll. So sieht die Rückseite aus. 30 Jahre Street Fighter. Das ist schon extrem cool. Gefällt mir sehr gut, obwohl ich wieder dazu gestehen muss, dass ich mit diesen Street Fighter Geschichten nicht wirklich viel anfangen konnte. Ich bin aber auch nie wirklich so der Gamer gewesen, und wenn ich das richtig erkennen kann, habe ich die Nummer 3700
58, 59. Eieieiei. 3758, wenn ich das richtig gelesen habe. Ich weiß nicht, wie schnell die Kamera da. Ja, 3758 ist unterm Kinn quasi über. Könnte auch 68 sein. Das gefällt mir sehr gut. Also finde ich schon ziemlich genial gemacht. Ist auch, die Münze ist auch richtig schick, Hochglanz poliert und ist schon eine ziemlich geile Nummer, muss ich sagen. Das gefällt mir richtig gut. Obwohl, wie gesagt, ich nie der Street Fighter Spieler bin, weil im Allgemeinen halt eben kein Gamer. So, zum Schluss haben wir hier noch das Z-Box Magazin. Vorne drauf das Thema der aktuellen Z-Box Warriors. Und da sind dann nochmal ein paar Sachen drin erläutert, was in dieser Box alles mit drin ist. Wir haben hier eine Kurzinfo zum Highlander nochmal, hier vorne Black Panther, allgemeines Inhaltsverzeichnis. Dann etwas über die Z-Box-Abonnenten, über halt eben Fotos mit den Shirts. Unboxings, sehr interessant, von den Unboxing-Videos, die besten 5 kriegen die nächste Z-Box umsonst. Oder halt eben Bilder von dem, mit den T-Shirts werden abgedruckt. Hier auch noch wieder etwas über den Highlander, unsterblicher Krieger und dann geht das hier weiter mit Black Panther. Dann ist da noch Tribute von Panem noch mit dabei. Allgemein neue T-Shirts, was in der Box ist. Team Panther Sports Logo T-Shirt. Da ist dann auch noch mal ein paar Informationen zu den einzelnen Artikeln wieder mit dabei. Sehr cool, was ich auch finde bei diese Sammlermünzen, die dabei sind, die halt eben per Zufall oder die ersten 1500 Abonnenten quasi, die diese Z-Box oder Z-Box abonniert haben. Da ist halt eben keine silberne, sondern eine goldene Münze mit dabei. Und ja, hier nochmal ein bisschen was zu den einzelnen Sammlermünzen. Die erste, die glaube ich dann wohl rausgekommen sein soll, soweit ich das so schnell überschlagen konnte, war dann Jurassic Park, The Battle Black Panther vs. Vega. Na, wenn man sie aufeinander loslassen würde, wer würde da gewinnen? Nochmal ein bisschen was zu Street Fighter und dann hier nochmal Warrior Pop Vinyls, was es da alles gibt und auf der Rückseite, letzten Seite dann schließlich das Thema der aktuellen bzw. der kommenden Z-Box und das wird dann, wie man sehen kann, Nostalgie sein und ja, da bin ich jedenfalls auch schon mal gespannt drauf. Die wird, beziehungsweise März und April sind bei mir halt im Abo mit drin. Und ja, ich hoffe, dass die Power-Up-Box demnächst dann auch noch kommt. Schönes Ding. Ja, wie gesagt, was haben wir jetzt mit dabei gehabt? Wir haben halt eben einmal das Magazin, einmal die Cult Vinyl, Conor McLeod von Highlander, das Black Panther Glas, die Sammlermünze,
zum Thema Street Fighter. Und wie gesagt, steht hinten drauf, limitiert weltweit auf 5000 Stück. Und ja, und wie gesagt, dieses extrem coole Shirt. Und das finde ich schon sehr geil. Hat sich definitiv gelohnt erstmal. Bin, wie gesagt, ich bin auf die weiteren Boxen gespannt. Ja, wie gesagt, ist meine erste Z-Box, die ich bekommen habe. Und ja, für mich war es das jetzt auch schon wieder. Hoffe, das Ganze hat euch ein bisschen gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da, teilt das Ganze, liked, wenn ihr wollt, lasst ein Abo da. Ihr kennt das. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal. In diesem Sinne und tschüss.